Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Professor Fick. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Professor beerdigen würden. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte nur, wir hätten das auch für Solomon Sallow tun können. Ich muss bald nach Anne sehen. Ominous, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich soll er dich vor Ollivanders angegriffen haben. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Das Gerücht stimmt. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was sagst du da? Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Victor Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Weißt du, seit Ranrock sich für Feldcraft interessiert, interessiert sich auch Rookwood dafür. Deshalb war Rookwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er Anne sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Also hat er sie verflucht. Oh, wie grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das erzählst. Anne und Sebastian müssen das erfahren, und zwar von mir. Wie besprochen, habe ich mit Black geredet. Sebastian ist gerade beim Schulleiter. Aber vielleicht können wir ihn irgendwie informieren. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ich dachte, der Schmutz in Azkaban. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen, das Ende des Schuljahres erreicht. Deine ZAG ist nahe und es ist Zeit, deinen Fortschritt in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offenen Beziehungs-
Geschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Tja. Ich habe Neuigkeiten zu Sebastian. Treffen wir uns möglichst bald in der Krypta. Das machen wir. Die Story von Hogwarts Legacy ist vorbei. Also die Hauptquests haben wir abgeschlossen. Naja, die Hauptquest. Jetzt kam mal noch eine Hauptquest. Sprich mit Professor Weasley. Die ZRGs müssen wir noch bestehen. Das ist die fünfte Prüfung. Oder die sechste, je nachdem, ob man den Kampf gegen Renrock als fünfte Prüfung nehmen wollte. Dann haben wir natürlich noch ein paar Sidequests, die wir noch machen müssen. Ein Besenturnier müssen wir auch noch gewinnen. Demigeist-Monde sammeln. Hier die daedalischen Schlüsse, die Hausmarken der Hogwarts. Es gibt noch sehr viel zu tun. Omnis hat der hat auch noch ein paar Freundschaftsquests, die Nati und es ist spät, die Poppy, die werden wir vielleicht auch noch wieder sehen, aber ja. Ich denke, ja, wir haben das Böse aus der Wizarding World vertrieben. Die Hauptstory ist vorbei. Das Drama ist gelöst. Joa. Jetzt können wir ganz entspannt, ohne Dringlichkeit hier in Hogwarts einem Schülerleben nachgehen. Aufträge erfüllen für andere Leute. Unser Heldendasein genießen. So machen wir das. Welchen Zauber hatte ich da nochmal? Ich glaube, so hatten wir es. Ja. Tja, der Öffnung der Haustür kommen auch immer näher. Auf den Schrecken, den Professor Fix tut, ist erstmal ein Waffen. Gut. Endlich sicher. Ich habe nie den Glauben verloren. Niemals. Fantastisch. Na dann. Willkommen YouTube. Weiter geht's. Wir retteten Hogwarts. Haben wir hier noch eine weitere Hauptquest? Ja, schon, du meinst Questmin.
Aufträge. Professor Weasley will uns sehen und Omnis. Wir nochmal zu uns sprechen. Ich glaube, dann gehen wir zuerst mal zu Omnis. Und dann sprechen wir mit Professor Weasley. Die uns auf die ZAGs verbreiten will. Hogwarts ist gerettet. Der Reinhardt ist besiegt und seinen Schergen. Und seine menschlichen, in Anführungszeichen, Freunde. Aber ja. In Hogwarts steht natürlich noch die, ich glaube, kann man, ist das schon die Abschlussprüfung in Hogwarts oder ist das eine 5. Klasse? Oder ist das so eine Art Zwischenprüfung, die man halt, um die man so wie der 10. Jahresabschluss und der Hauptschulabschluss sozusagen? Also das Harry Potter weiß ich nicht, weil Harry Potter ist ja, der hat ja seinen Abschluss im 7. Jahr nicht gemacht, der ist das ja, der ist dann aufgrund von zerstörtem, einem zerstörten Hogwarts, fand das glaube ich auch in diesem Jahr nicht wirklich statt. Weiß ich nicht so genau, lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. In Teil 5 haben die auch ZAGs geschrieben. Jetzt sagt uns Professor Weasley noch, wie das läuft. Wir werden ja gleich mit dir reden. Vielleicht erklärt es uns nochmal, was die Bedeutung dieser Prüfung ist. Na komm, Spiel. Ich glaube, wir brauchen uns einen Hufflepuff-Mantel auch nicht mehr anziehen. Wir können unsere Klamotten anhaben. Wir sind jetzt die Helden von Hogwarts. Wir können jetzt ich glaube, hier besteht nicht mehr wirklich jemand drauf, dass wir Schulrobe tragen. Das ist jetzt nicht so das Geringste, was man. Na komm, krieg dich ein. Spiel. Ist doch gerade nicht wahr. Du machst mich, blamierst mich, Spiel. Das ist ein blöder Tag, oder? Ja. Das lief doch schon deutlich besser. Ich meine, erfahrungsgemäß kriegt sich das Spiel irgendwann rein. Mit Laufe der Zeit, wie man spielt, aber ja. Wo ist denn hier ein Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel gehört. Revelio. Willkommen zur Diashow Hogwarts Legacy. In diesem Bild sehen wir den ersten Schritt, in diesem Bild den zweiten, in diesem Schritt den Bild den dritten. Das ist unsere große Bilderstrecke auf dem Weg zur Krypta. Mit Omnis zu reden. Begleitet von Musik im Hintergrund und so Bilderstrecke. Ob mir eine freundliche Seele hilft?
Der hat gerade einen. Wie hieß denn das, ein Heuler bekommen? Dürfen wir dann nicht mit anhören. Die haben wir zu spät für. Danke fürs Kommen. Ominous, deine Eule ist angekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium. Obwohl Anne ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen. Ja, stimmt schon, aber... Sebastian hat es sich selbst zuzuschreiben. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Das haben wir. Ich wünschte nur, es wäre anders gelaufen. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood einen verflucht hat? Ja. Blake hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Dann erkannte er, dass alles Sinn ergab. Leider wuchs seine Wut nur noch mehr. Auf Kobolde und schwarze Magier. Anne war auch schockiert. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Das brachte ihr etwas Frieden. Schön zu hören. Sie verdient ihren Frieden. Ja. Sebastian war mein bester Freund. Ich kann mir Hogwarts und alles nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahe standet. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt, aber ich weiß, es war wichtig. Er bedeutet uns beiden viel. Naja. Ich hoffe, ich kann ihm das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freundin. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Im Schatten der Freundschaft. Senos Grab. Revelio. Irgendwas klappert hier immer noch. Merkwürdig. Hier noch was? Nö. Das war ein bisschen random. So, dann auf zu Professor Weasley. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Und dann gucken wir mal, was es noch für Sidequests gibt. Hier ist doch der Professor Weasley. Unterrichtsraum, der Verwandlungsraum. Hinter dem Verwandlungshof. Wenn du bereit bist, Spiel.
Weasleys wachsamer Blick. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Und ich will gar nicht erst wissen, was es mit den Gerüchten von Azkaban auf sich hat. Woher wissen? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf... Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu enttäuschend. Ich habe natürlich noch nicht alles gesammelt. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor, für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Aha, die ZAGs sind also die, das Buch abgebe oder was? Habe ich immer als ein Holpert anders im Blick, in Erinnerung. Sehr geehrte Frau Professor Weasley, vielen Dank für Ihre Eule. Es freut mich sehr zu hören, dass unter den neuen Siebtklässlern eine Reihe von Schülern ist, sich für eine Karriere im Ministerium interessieren und auch dafür geeignet sein könnten. Natürlich werden Ihre ZAGs Letzteres bestätigen, aber ebenso wertvoll für unseren Einstellungsprozess ist Ihre Meinung. Aufgrund Ihrer Erfahrung mit uns verfügen Sie über eine einzigartige Perspektive. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf weitere Einzelheiten im weiteren Verlauf des Schuljahres. Mit freundlichen Grüßen, Ferus Baron, Zauberminister London. Aha. Aus dem Brief lese ich ein bisschen hervor, dass die ZAGs dann doch irgendwie die Abschlussprüfung sind. Und ja, 6 und 7 irgendwie eher so noch zum Bewerbung schreiben, wahrscheinlich irgendwie für da, wo man später hin will. Berufsfindung irgendwie so ein bisschen in der Zaubererwelt. Und noch so ein paar letzte Zauber lernen, sich vorzubereiten auf die reale Welt da draußen. Die reale Zaubererwelt. Also, ja, In Anführungszeichen real. So, guck mal ins Inventar. Und die Aufträge. Der Hauspokal. Sollte an der Jahresabschlussfeier in der großen Halle teilnehmen. Benötigte Stufe 34. Aha. Schließt dein Zaubererhandbuch ab. Okay. Das benötigt aber noch ein bisschen Arbeit. Ist
Ist das das hier, was wir machen müssen? Die Dinge abschließen. Dann sollten wir uns mal den Aufgaben widmen. Besiege 100 Spinnen und so weiter. Das sind die Aufgaben, die wir hier erledigen müssen. Erkundung haben wir jetzt noch relativ wenig gemacht. Gesperrte Herausforderung, gesperrte. Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt durchkomplizieren müssen, um eine Quest zu bestehen. Das wäre nämlich noch ein Haufen Arbeit. Und das 55%. Und da dann wirklich hineinzugehen, damit bei den Herausforderungen zu sagen, jetzt hier mit Aufträgen. Aha, das sind hier die Beziehungsaufträge, die Nebenaufträge, die wir machen müssen. Aber Kampf hier die einzelnen Sachen zu machen, 100 schwarze Magier zu besiegen und Sumpfkrattler und berüchtigte Gegner, was auch immer das ist. Und hier die Bossgegner Spinnen noch besiegen und das wäre ein bisschen 15 Trolle noch zu besiegen. Straßengüter würden wir noch hinkriegen. Ich hoffe, dass eine Level 34 kriege ich hin, um eine Abschlussprüfung an der Abschlussfest teilzunehmen. Sind nur noch. Was haben Sie jetzt vor? Zwei Level, wenn ich richtig gesehen habe. Es braucht noch ein bisschen, das ist immer ein 2 Level, das ist ein. Das ist aber nicht ganz. Jetzt 32. Da brauchen wir schon noch ein paar Sidequests, um das zu erfüllen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht hinzugehen, bevor wir. Okay, das wollte ich nicht. Bevor wir nicht Level 34 haben. Detailische Schlüssel, die ja, können wir noch kurz noch finden. Können wir uns mal dem hier widmen, uns dem. Die beiden Nebenquests. Steht unsere ZAG wirklich in der, nicht wirklich in der Prüfung, sondern in der, im Abgeben des Buches? Oder wie sehe ich das? Also die Hauptquest sagt jetzt, dass wir da so ein Level 34 erreichen müssen. Das ist der Mr. Moon, der dort in Hogwarts angezeigt wird. Na dann. Haben wir noch ein Trikot. Man braucht auf dem Weg vielleicht nochmal eine Sidequest finden.
Spiel hat es heute ganz schwer. Auf der Eisenbahnstrecke lang. Und auch nicht. Das Spiel mag uns heute nicht. Das ist echt. Hier gibt es da eventuell irgendwie eine Schnellreise. Die wir machen können. Der ist der Trikotbaum. Hier gibt es eine Begreifquest. Ich mal von hier aus. Wenn wir es heute nicht schaffen, dann machen wir es nächste Woche. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Na komm, Spiel, richtig langsam mal. Wird's Zeit. Das hat schon bessere Tage erlebt. Nachts in den Direktbaum. Okay, ist gerade ziemlich. Das ist der Derrick Hall-Bau. Tag. Aber Miss Moffat sagte, Gwenaira taucht nur nachts auf. Das lässt sich machen. Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenaira? Jetzt sollten wir mal eben. Diese Weise ranschleichen. Das ist es doch schon. Lass das sein. Aha. Da bist du ja. Und wieder weg. Na komm schon. Stell dich nicht so an. Bleib. Na warte. Vielleicht kommst du mir nicht. Oder doch. Hm.
sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Auf zu Miss Moffat.